Wenn die Waage gewogen wird des Menschen, ja. Und wenn es einen Gleichstand gibt, Sayyat und Hasanat, wie wird Allah dann verfahren? Wie ist das, wenn die Waagschale gleich ist? Das bedeutet, rechte Waagschale ist genauso viel wie linke Waagschale. Kann das passieren? Kann das passieren? Nein. Wer ist für Nein? Überlegt mal, genauso viele Hasanat wie Sayyat, genauso viele schlechte Taten wie gute Taten? Wer sagt Nein? Oder knapp. Natürlich, Allah hat das bestätigt. Habe ich euch reingelegt. Es funktioniert immer. Allah Azzawajal redet über wen? Über Ashabul Araf. Die ganze Sura, Araf. Da geht es um Leute, sie haben so viele gute Taten wie schlechte Taten. Dann sehen sie, wie die Höllenbewohner bestraft werden. Sie drehen sich zur Seite und sagen, ja Allah, lass uns nicht unter den Leuten der Verlierer sein. Dann drehen sie sich zur anderen Seite und sie sehen die Paradiesbewohner. Sie sagen, ja Allah, mach uns unter ihnen. Dann wird Allah Azzawajal sie warten lassen und später gehen sie alle ein in das Paradies. Weil Allah großzügig ist. Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Subhanallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayhi.